Hallo, mein Name ist Christian Schlegel, ich bin Börsencoach, Analyst und Börsentrainer. In diesem Clip geht es darum, um den Börsentag am 30.03. in München. Ich habe eine ganze Reihe von Berufskollegen eingeladen und alle sind dieser Einladung gefolgt. Und ich habe ein Vortragsprogramm kreiert, was wirklich gut ist. Da ist fast alles berücksichtigt. Volatilität, Kurzfristhandel, Langfristhandel, Fundamentales. Und ich möchte euch in diesem Clip zeigen, worum es da geht. Also, viel Spaß. So, und hier geht's los. Der Raum heißt DAX-Trader von Finanzen.net. Das ist auch der Name meiner Facebook-Gruppe. Wir werden uns befinden im Raum E122 im Atrium. Und zwar sieht das in München so aus. Das sind verschiedene große Räume, also Hallen. In der Mitte sind dann die verschiedenen Börsenstände. Und wir sind hier im Atrium 4. Im Raum E122, ganz in der Nähe, kann man sich vielleicht dran orientieren, von dem Catering-Bereich. Da sind wir. Ich finde, das ist in München sehr, sehr gut gelöst. Ich habe hier die verschiedenen Stände, aber ich habe dann hier abgeschirmte Bereiche, in denen man also nicht laut schreien muss, dass man sich verständlich machen kann. Da hat München einen ganz großen Vorteil gegenüber vielen anderen Börsen und Messetagen. So, das geht los um 10 Uhr mit Sebastian Bläser von der UniCredit und Hans-Jürgen Hack. Mit Sebastian verbindet mich, dass wir beide auf der letzten WOT dieses, wie ich fand, wunderbare Stand-up-Vortrag gehalten haben, zusammen mit dem Alexander Huber von den Huberwurm, oben in dem Bereich der UniCredit. Das war so eines der besten Dinge, die ich da je gemacht habe. Das war nicht geprobt und wir haben hervorragend miteinander harmoniert. Sebastian macht im Bereich und bei der UniCredit die Hebelprodukte. Er bringt mit Hans-Jürgen Haag. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn der Sebastian zu mir sagt, den bringt er mit, dann ist der Herr Haag da herzlich gerne willkommen. Es geht weiter um 11 Uhr mit Simon Betschinger. Der dürfte allen bekannt sein. Er und Martin König haben zusammen TraderFox Software entwickelt. Der Simon ist einer, der weniger technisch orientiert ist, sondern aufgrund von ganz anderen Dingen, wie er sie nennt, Pivotal Points Aktien handelt und auch längerfristig hält. Er ist also einer, der eine Nvidia bei 30 entdeckt und dann bis 250 auch über mehrere Jahre hält. Da freue ich mich sehr drauf. Er zeigt uns drei Auswahlverfahren, um weltweit die besten Aktien zu finden. Der nächste Herr ist ein Freund von mir, Mario Lüdemann. Freund und Berufskollege, und er hat hier den schönen Titel vom privaten zum hauptberuflichen Trader. Das ist also auch sein Werdegang. Er war erst Hobbyhändler und ist jetzt hauptberuflicher Trader und Coach. Er macht das hervorragend. Ist einer derjenigen, der auf YouTube mit die meiste Frequenz hat, allein sein Film Kleines Konto, groß Traden. Das ist, glaube ich, 150.000 Mal geklickt worden. Freue mich auch sehr, ist sehr Entertainment. Dann kommt eine Dame, das ist Edda Vogt von der Börse Frankfurt. Sie betreut das Informationsangebot der Börse Frankfurt. Sie hat das Thema Volatilität, der einen leid, der anderen freut, wie sie Kursschwankungen aushalten oder nutzen können. Also das ist mit Sicherheit auch ein sehr, sehr interessanter Vortrag über Volatilität. Mit Frau Vogt verbindet mich, dass wir alle paar Wochen ein Webinar halten, meistens abends um 18 Uhr. Und dann ist die ersten 15 Minuten ist dann ein edukativer Teil über Bollinger Bänder, über Trenderkennung oder jetzt am 11. März zum Beispiel über das MACD. Und danach kommen ungefähr 60 bis 80 Minuten Wunschkonzert, wo Sie sich Titel wünschen können, die ich dann analysiere, live und ohne doppelten Boden. Dann komme ich mit 5 Punkten zur besseren Anlageentscheidung. Ich habe festgestellt, dass viele Investoren, egal zu welcher Marktphase, immer die gleichen Indikatoren benutzen. Das ist falsch. Also zum Beispiel ein Trendfolger in einer Seitwärtsphase. Das funktioniert nicht. Und dieser 5-Punkte-Plan, der soll euch helfen, dass das ein bisschen besser klappt. Jetzt kommt wieder ein Highlight. Das ist Philipp Möbius und Wieland Staudt. Die Finanzmärkte aus technischer Sicht, was für den Rest des Jahres 2019 zu erwarten ist. Philipp Möbius ist einer meiner Ansprechpartner bei Goldman Sachs und obwohl er noch sehr jung ist, hat er also enorme Kenntnisse über Derivate. Immer wieder auch für mich sehr interessant, mit ihm über sowas zu diskutieren. Und er wird begleitet von Wieland Staudt. Also ich glaube, über Wieland muss ich nicht viel sagen. Er ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Er hat eine eigene Kolumne in der FAZ und ist bei NTV genauso zu Hause wie in anderen Börsensendungen oder anderen Sendern. Also freue ich mich sehr drauf auf den Vortrag.
Und abschließend tun das Benjamin Feingold und Daniel Saurenz, die Leiter von Feingold Research. Top 5 Aktien 2019 mit der richtigen Strategie gewinnen. Benjamin und Daniel sind gern gesehene Gäste, sowohl im Fernsehen als auch auf Messetagen, Börsentagen und haben eine schöne Angewohnheit. Sie bringen die Sachen kurz und prägnant auf den Punkt. Da ist kein langes Gerede um irgendwas. Sie schaffen das sehr kurz oder in sehr kurzer Zeit, Dinge rüberzubringen. Finde ich also immer wieder ganz hervorragend. Freue ich mich also auch sehr drauf. Das war jetzt erstmal das Programm. 30.03. München Börsentag. Ich finde, das ist ein sehr gutes Programm. Es ist wirklich für jeden was dabei. Und jetzt hängt es nur noch von euch ab. Ihr müsst auf die Homepage des Börsentags München gehen, holt euch da ein Ticket, die sind kostenfrei. Und dann sehen wir uns. In diesem Sinne, cheers und auf bald. Bye, bye.